sich zu schneiden, das hat was Erleichterndes. Es ist Druckabbau, dass man spürt, dass man noch lebt. Natürlich ist es so, natürlich ist es schmerzhaft, nur wenn du wirklich in der Phase bist, du spürst den Schmerz nicht. Der Schmerz wird zur Erleichterung, zur Gewissheit, dass man noch lebt. Es ist irgendwie nicht gut und gleichzeitig tut es gut. Meine Kindheit war gemischt, nicht gerade wirklich rosig. Ja, meine Halbbrüder waren halt ziemlich fies zu mir. Meine Mama war nicht, hat mich auch ein bisschen eher vernachlässigt. Und mein Vater hat mich im Kindesalter sexuell missbraucht. Ich habe das damals keinem erzählt, weil ich Angst hatte vor meinem Vater, weil er gedroht hat, er bringt uns meine Oma und meine Mutter um. Und außer Kummern ist es erst, als ich mich in der Berufsschule mit einer Vertrauenslehrerin anvertraut habe. Und nachher ist es halt weitergeleitet worden in die Wege. Und dann habe ich meinen ersten Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehabt. Dort hat es nachher sich noch mehr verschlimmert, weil ich hab mich unwohl gefühlt. Ich war nicht da, es ging mir immer schlechter. Dort habe ich mir meinen ersten wirklich tiefen Schnitt zugefügt. Also es ist wirklich immer vermehrt geworden, immer häufiger, immer tiefer. Gefühle habe ich dabei bei mir innen drinnen eigentlich nicht wirklich was gefühlt. They are gone. We're setting fire to our insides for fun. Du bist manchmal nicht einmal mehr Herr über dich selber. Du bist nicht mehr da, du wirst wie von fern gesteuert. Sozusagen wie bei mir, der Körper baut schon fast automatisch die Rasierklingen aus und setzt schon selbstständig an zum Schneiden. So, dass man die Beziehungen sehr intensiv erlebt, also wirklich schwarz-weiß. Es gibt kein Grau dazwischen, sondern schwarz-weiß entweder in höchsten Tönen preisen oder abgrundtief alles hassen. Und eigentlich bist du die dreiviertelte Zeit, denkst du nur an die, damit du aber wieder mit den anderen mitdenken kannst. Du erlebst die Realität nicht wirklich zu 100%. Bist fühl in deiner eigenen Welt. Als es mir nachher schon besser ging, habe ich, glaube ich, eine andere, positivere Ausstrahlung gehabt. Ich habe angefangen zu umarmen und Nähe zu zeigen und ja, was ich mir wirklich wünsche, was ich erschaffen möchte, ist den Lehrabschluss. Und dass ich ja auf der Universität einmal vor mehreren Personen reden werde, dass einfach die ein bisschen mehr ihre Augen öffnen und über den Tellerrand hinausblicken, damit wir vielleicht irgendwann einmal das Wort Inklusion wirklich schaffen. Also derzeit bin ich sozusagen nicht nur beim Arbeiten in der Lehre, sondern auch bei meiner Krankheit und mit mir selber, auch in der Therapie. Ich weiß, ich werde nie ganz normal sein. Borderline wird immer bei mir sein.